Ja, willkommen zu einem etwas anderen Video. Ein Jahr YouTube. Scheiße, echt krass, wie schnell die Zeit vergeht. Es wird Zeit für so ein kleines Behind the Scenes, finde ich, ein kurzes Recap und ich beantworte auch noch ein paar Fragen. Ja, so sieht es eigentlich so hinter den Kulissen aus. Also im Normalfall ist das Licht hier aus, es ist eigentlich komplett dunkel und eigentlich sind nur die Lichter hier vom Set eigentlich an. Ich zeige euch das jetzt einfach direkt mal. So sieht es im Grunde aus. Ich zeige euch auch noch auf jeden Fall, wie ich den Look mache. Das ist tatsächlich auch kein Greenscreen. Also man kann hier alles anfassen und so. Das haben irgendwie schon ein paar Leute mal gesagt. So sieht es zum Beispiel aus meiner Perspektive aus. Natürlich ohne das Licht da hinten. Relativ unspektakulär, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Genau. Ich bin die Kamera. Die läuft im Grunde durch über einen dickeren Akku, den ich jetzt einfach mal hier dran habe. Dann einfach eine fette Softbox. Dann nochmal so ein Licht für den Hintergrund und noch so eine Schreibtischlampe für das Licht meiner Haare. Genau. Sogar hier schön mit Bodenmarkierung, wo ich dann genau stehe. Das darf ich später noch sauber machen. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Und ja, hier stehe ich dann. Ich zeige das nochmal kurz von außen, wie das eben hier so aussieht. Ist eigentlich gar nicht so groß. Und wenn das Video eben fertig ist, dann geht es einfach kurz direkt darüber, wo es geschnitten wird. Relativ easy. Ich zeige auch noch gern, was ich hier im Regal habe. Noch so eine Batman-Leuchte, weil die finde ich einfach sau geil. Batman und so. Ich bin natürlich riesen Cyberpunk-Fan. Doom, Dark Souls, Hellraiser, natürlich Blade Runner, mein absoluter Lieblingsfilm. Nier, mein absolutes Lieblingsspiel. Haus des Geldes, meine Lieblingsserie. Natürlich noch so ein paar Handhelds aus meiner Kindheit. Ein paar andere Sachen, die ich cool finde. Übrigens mein erster Horrorfilm. Noch kurz, wie ich das alles mache, wenn ich dann eben hier stehe. Ich habe zum Beispiel immer mein Handy hier liegen, wo eben auch immer die ganzen Schauspieler und noch so eine Kurzzusammenfassung drin steht für den Film, weil ich mir manches nicht ganz so gut merken kann. Dann mache ich hier im Grunde einfach alles an, habe meine Struktur, ziehe das ganze Ding durch. Noch so ein kleiner Funfact, was viele vielleicht nicht wirklich wissen, ist, yep, so ein kleiner Make-up-Stift, um ein paar Pickelchen wegzumachen. Hier liegt dann auch meistens mein Lavalier-Mikro, das ich jetzt eben auch dran habe, das hier direkt in die Kamera reingeht. Und das war's im Grunde auch schon. Dann wird einfach alles angemacht. Ich drehe das Ding ab. Nicht im geringsten am Stück oder mit einem Versuch. Ich verhaspel mich immer noch relativ oft und so. Und dann geht das ganze Ding direkt da in den Schnitt. Und im Endeffekt ist nur dieser kleine Ausschnitt hier das, was ihr zu sehen bekommt von diesem ganzen kleinen Räumchen, das gar nicht so groß ist, wie man es sich eigentlich vorstellt. Jo, dann würde ich sagen, beantworten wir noch ein paar Fragen, dann gehe ich mal einfach ins Wohnzimmer. So, was für eine krasse Scheiße. Ein ganzes Jahr ist rum. Ich habe einfach nochmal reingeschaut. 432 Abonnenten, das klingt nicht nach super viel, aber wenn ich denke, 432 Menschen schauen sich meinen Scheiß an oder folgen mir zumindest, wenn ich denke, wenn ich ein Konzert spielen würde und 432 Leute vor der Bühne stehen würden, wäre schon ziemlich krass. Dann einfach 48.800 Aufrufe, 48.800 Leute haben auf mein Zeug geklickt oder 48.000 Mal auf mein Zeug geklickt. Absolut insane. Und die Statistik, die mich noch mehr krass getroffen hat, war einfach Wiedergabezeit. Das sind knapp 2000 Stunden. Knapp 2000 Stunden haben sich Leute mein Gelaber reingezogen. Absolut insane. Deswegen wirklich vielen, vielen Dank an alle, die mich supportet haben, die das Zeug anschauen, die sich das reinziehen, die kommentieren. Absolut der Wahnsinn. Einfach nur insane, wie krass das abgegangen ist dieses Jahr. Ich habe mich mega, mega gefreut und freue mich immer noch. Wirklich vielen, vielen Dank an alle, die zuschauen. Ich habe vorher noch kurz was vergessen. Ich blende euch noch mal kurz ein, wie das so aussieht, wenn ich die einzelnen Lichter anmache und wie ich dann eben das Color Grading von dem ganzen Videomaterial mache, damit ihr euch einfach mal so ein bisschen Gefühl habt, wie sieht denn das aus der Kamera aus? Macht das ganze Licht Sinn? Braucht man das ganze Licht überhaupt? Und ich kann euch sagen, Licht ist das Wichtigste, deswegen zeige ich euch das jetzt hier einfach noch mal kurz im Schnelldurchlauf. So sieht es aus, wenn einfach nur das Hauptlicht an ist, einfach nur die große Softbox. Dann mache ich noch das Licht für den Hintergrund an, den fand ich ein bisschen zu dunkel. Dann noch einfach das Licht für meine Haare, das mache ich nur manchmal rein. Ich finde es manchmal ein bisschen zu viel und meine Haare sind manchmal auch ein bisschen durcheinander. Das mache ich nicht immer an. Dann haben wir hier das Bild aus der Kamera, wie es halt direkt aus der Kamera aussieht. Und dann eben hier mit Korrektur in den Farbraum und dann eben noch mein eigenes Color Grading zur Farbkorrektur. So sieht es dann
im Endeffekt aus. Ja, und ich habe noch auf Social Media gefragt, habt ihr Fragen an mich? Was ging denn so ab und so? Und ich springe mal einfach voraus und sage, die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, ist, warum eigentlich YouTube? Also warum habe ich mit YouTube angefangen? Warum mache ich das überhaupt? Und es ist eigentlich relativ simpel. Ich bin schon eine Weile selbstständig in der Filmbranche unterwegs und filme eigentlich immer für andere. Ich habe aber eigentlich so gut wie nie was einfach nur für mich gefilmt, sage ich jetzt mal. Und da mich eh ständig Leute fragen, was ist gerade gut im Kino, was kommt gerade Gutes auf Netflix, was ist gut, was ist scheiße, hat sich das irgendwie angeboten, einfach vor der Kamera drüber zu quatschen, statt ständig privat und so. Und es macht einfach richtig viel Spaß, fühlt sich ein bisschen an wie so ein bisschen Therapie, fühlt sich gut an, macht Spaß. Das ist so der Hauptgrund, es macht einfach Spaß, es fühlt sich gut an, es tut mir gut und ist auch eine gute Übung, finde ich, um ein bisschen besser sprechen zu können vor der Kamera und noch einfach ein bisschen Übung zu kriegen, immer mal wieder ein bisschen was zu schneiden und so und da auch besser und schneller zu werden. Deswegen hauptsächlich Spaß. Die zweite Frage, die ich irgendwie häufig gestellt kriege, ist, und verdienst schon richtig viel Geld auf YouTube und so. Ich muss sagen, ich verdiene mit YouTube genauso viel Geld, also ich habe mit YouTube bis jetzt genauso viel Geld verdient, wie ich Bargeld in meinem Geldbeutel habe. 0 Euro. Ja, kommt irgendwann vielleicht, keine Ahnung, ist mir egal, spielt keine Rolle, viele sind da geschockt und so, aber ja. Und zur nächsten Frage, ich habe es mal kurz gezeigt vorher, mit was ich da alles filme, was ich alles benutze. Es ist übrigens alles unten in der Videobeschreibung drin, bis auf die Kamera. Und selbst die ist auch nicht super teuer, ist da wirklich preis-leistungstechnisch einfach das Beste, was ich finden konnte und so. Ich wollte es so einfach und so günstig wie möglich halten, weil ich ja eben auch kein Geld damit verdiene. So, und dann habe ich einen Aufruf gestartet auf Social Media, Instagram etc. und dachte, hey, stellt mir doch einfach mal ein paar Fragen. Und die beantworten wir jetzt einfach mal so ganz entspannt und Freestyle. So, da kam nämlich, wie lange brauchst du für ein Video, also Schreiben, Schnitt etc., ohne den Film selbst anzuschauen? Und machst du dir nebenbei schon Notizen oder kommt das alles im Nachhinein? So, gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Wie lange brauche ich für ein Video? Und zwar so zwischen 2 und 3 Stunden. Am Anfang waren es teilweise 6 Stunden, die ich gebraucht habe, aber man wird ja eben immer schneller. Dementsprechend sind es jetzt so 2 bis 3 Stunden, je nachdem wie schwierig das so zum Besprechen ist, wie gut ich im Flow bin, wie einfach es zu schneiden ist und so etc. Also 2 bis 3 Stunden würde ich sagen. Ich schreibe gar nichts, also es gibt ja viele Filmkritiker, die Notizen schreiben. Ich schreibe mir meistens mal ganz kleine Sachen auf, die wo ich ganz, ganz wichtig fand, dass ich sie nicht vergesse. Aber ansonsten mache ich keine Notizen. Ich mache auch die Reviews meistens erst einen Tag später, weil ich einfach so denke, hey, wenn am nächsten Tag noch viel hängen geblieben ist, dann ist es gut. Wenn am nächsten Tag nicht mehr viel hängen geblieben ist, dann war der Film halt auch scheiße. Und wenn ich dann was vergesse, dann war es halt auch einfach nicht gut. Also so sehe ich das zumindest. Noch kurz zum Schnitt selber. Das ist im Grunde eigentlich immer relativ das Gleiche, sage ich jetzt mal. Und im Schnitt brauche ich immer ungefähr 1 Stunde, würde ich jetzt sagen. Für so ein Video 10 bis 12 Minuten, würde ich einfach mal sagen. So, nächste Frage. Welcher Film hat dich bisher emotional am heftigsten gepackt? Das ist eine heftige Frage, die hat mich ein bisschen zum Struggeln gebracht. Das ist die Frage, weil ich so viel anschaue, ob das jetzt in letzter Zeit war oder halt eben jemals. Und es gibt verschiedene Ebenen, finde ich. Ich meine, Blade Runner, mein absoluter Lieblingsfilm ist Blade Runner, der alte, der hat mich wirklich hart umgehauen damals. Ich habe den zum ersten Mal angeschaut, da habe ich ihn überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich ihn irgendwie zum zweiten Mal angeschaut und dann habe ich den verstanden und dann hat er mich sowas von weggeblasen. Dieses Ding, wann ist ein Leben überhaupt ein Leben und so, und das fand ich richtig krass. Das hat mich stundenlang zum Nachdenken gebracht, dieser Film. Also dementsprechend emotional wirklich, wirklich krass. Ansonsten in letzter Zeit ist es Everything Everywhere All at Once. Ah, den habe ich sogar hier. Ein absolutes krasses Ding, ohne Scheiß. Ich habe den im Kino gesehen mit dem Dominik von Movie Jungle, mit diesem Dominik hier, er ist auch verlinkt. Und der Film wirklich war der beste Film diesen Jahres. Noch kein Film hat das geschafft, was der Film schafft. Und zwar, normalerweise lacht man in einem Film oder weint in einem Film oder so. Und Everything Everywhere All at Once hat es geschafft, dass ich irgendwie Richtung Ende gleichzeitig lachen und weinen musste. Also super abgefahren. Obwohl der sowas von krass ist, weirde Ideen hat und am Trash schrammt, hat er so, so schöne emotionale Messages und so. Deswegen würde ich sagen, in letzter Zeit Everything Everywhere All at Once. Alien oder doch lieber Predator? Sorry für alle Predator-Fans, aber Aliens, ja, ihr seht es ja schon hier, ja, sind mit meine Lieblings-Horror-Kreaturen, sage ich jetzt einfach mal, und ja. Xenomorphs sind geil, die neuen Filme sind echter Crap, aber die alten, die gehen immer einfach geil. Auf jeden Fall Alien über Predator. Was hältst du von der Spotify-Serie?
Habe ich nicht gesehen. Ich wusste nicht mal, dass es eine gibt. Aber da ich Spotify benutze, vielleicht ziehe ich es mir mal rein. Vielleicht seht ihr das hier, keine Ahnung. Habe ich leider nicht gesehen. Nächste Frage. Wann Porno-Review? Ja, schwierige Sache auf YouTube. Wäre mal total verrückt, einfach ein Porno zu reviewen und so. Ja, die Performance Richtung Ende hat er dann ein bisschen nachgelassen und so, keine Ahnung. Wäre zwar weird, geht er leider nicht. Wann kommt True Crime? True Crime habe ich schon gemacht, teilweise. Das Problem, was ich da habe, ist, True Crime in Film- oder Serienform sind halt meistens leider Serien und die sind halt dann auch ziemlich lang. Und die sich möglichst schnell reinzuziehen, da am Ball zu bleiben und dann das Review zu machen, finde ich immer schwer. Gleichzeitig kommt gerade sau viel True Crime raus. Ich wüsste gar nicht, wo anfangen, ehrlich gesagt. Deswegen, wenn es eine Woche gibt, wo es da ein Highlight gibt, mache ich das. Ansonsten leider weniger, weil es halt einfach zu aufwendig ist. Wann Jaws? Ja, alle, die öfters mal in die Kommentarsektion von meinen Videos reingucken, sehen, da gibt es so einen Typ, der will ständig, dass sich der weiße Hai Review und es ist einfach so ein Running Gag geworden und tja, Kumpel, wenn ich den Film jetzt review, dann ist der Running Gag ja vorbei, dann ist das ganze Spiel ja vorbei und das will ich nicht, deswegen werde ich wohl Jaws niemals reviewen. Nee, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann für ein Special, I don't know, ist in nächster Zeit mal nicht geplant, sonst ist der ganze Gag kaputt, das geht doch nicht. So, machst du mal ein Video nur über Filmmusik? Boah, das ist halt echt schwierig. Also, es gibt halt echt viele Filme, wo ich die Filmmusik geil finde. Das Problem auf YouTube ist halt wiederum, ich glaube, das kommt langsam alles, aber ich kann die Musik halt schlecht zeigen, ohne einen haufenweise Copyright-Strikes zu kriegen und so. Und es wäre halt wirklich eigentlich schon, das wäre so ein richtiges Essay, wo ich dann wahrscheinlich Monate dran sitzen würde. Vielleicht mache ich sowas irgendwann mal, wenn ich mehr Zeit habe, weil Musik ist sowieso eigentlich auch voll mein Ding neben Filmen, aber ist jetzt leider mal nichts geplant, mal gucken. Aber an sich wäre es echt ein cooles Thema. Ach ja, und gibt's mal einen Zusammenschnitt von den besten Outtakes-Szenen, bitte. Ja, also alle, die es nicht wissen, meine Videos sind nicht am Stück aufgenommen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Da sind so viele Versprecher, Ams, Wiederholungen, Haspler und ich stehe mir mal wirklich dran und denke mir so, was wollte ich jetzt nochmal sagen? Und das schneide ich natürlich alles raus und deswegen gibt's auch so viele echt witzige Outtakes und so. Aber da das ganze Ding jetzt einfach so groß geworden ist und ich halt jede Woche ein Video mache, musste ich irgendwann das Rohmaterial anfangen zu löschen. Ich habe nicht so viel Festplattenspeicher für die ganzen Rohmaterialien und so, deswegen macht es leider keinen Sinn, Outtake Best-of zu machen, weil die meisten Outtakes, die gibt es halt leider nicht mehr, weil zur Info, jedes Video bei mir, einfach nur das Rohmaterial, was ich filme, sind meistens um die 25 bis 35 GB. Mit Projektdatei dann locker das Doppelte, das heißt, grob überschlagen habe ich 70, 80 GB pro Video. Und das kommt halt einfach richtig viel Zeug zusammen, deswegen kann ich das leider nicht da lassen. Ich muss das Zeug leider löschen, deswegen wird es kein Outtake-Video geben. Aber vielleicht werde ich demnächst einfach mal ein paar Outtakes drin lassen. Habe ich mir öfters überlegt, ist ja vielleicht doch ganz witzig. So, was ist dein Lieblings-Item in deinem Regal? Da habe ich echt lang drüber nachgedacht, weil ich habe halt echt viele, viele coole Sachen in meinem Regal. Das sind ja zum Beispiel die ganzen Handhelds, die Gameboys, so, die ich halt eben aus meiner Kindheit eben alle noch habe. Das ist halt einfach emotional super krass. Aber ich muss sagen, emotional am wichtigsten wäre mir eigentlich das Roger Hauer Autogramm, das ich hatte, weil ich meine, ist so der Typ, der Schauspieler aus meinem Lieblingsfilm, der mich damals am meisten sowas von umgehauen hat, der mich zum ersten Mal so dazu gebracht hat, dass mir Filme einfach richtig Spaß machen und so, die richtig tiefgehend waren und so. Und ich habe den damals auf der Comic-Con kennengelernt und habe zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal meine Kamera gekauft und wollte Filme anfangen und so. Und der Typ hat halt damals einfach gesagt, just fucking do it. Und das habe ich halt einfach getan und hat mir sogar seine E-Mail-Adresse gegeben und hat gesagt, ich soll ihm was schicken, wenn ich was gefilmt habe. Ich hatte Tränen in den Augen, es war einfach mindblowing, war das. Und er ist aber leider einfach schon gestorben. Also er ist schon gestorben, bevor ich ihm irgendwas zeigen konnte und so. Eigentlich ein bisschen traurig. Und deswegen hat es sowas von krassen emotionalen Wert für mich, diese Autogrammkarte von Roger aus Blade Runner, muss ich sagen, war wirklich, wirklich krass.
Ja, das war's von meiner Seite aus und deswegen nochmal ein großes, großes Dankeschön an alle, die sich mein Zeug reinziehen, sich mein Gelaber anhören und kommentieren und liken und etc. Wirklich, es ist absolut der Hammer. Ich freue mich immer wie ein kleines Kind, wenn ein neues Video rauskommt, wie ihr alle da draußen drauf reagiert. Und ja, schreibt mir doch bitte einfach ohne in die Kommentare noch ein bisschen konstruktive Kritik, hätte ich gern. Was würdet ihr gerne sehen? Was sollte ich anders machen? Was könnte ich noch ein bisschen besser machen und so? Freue ich mich immer drüber. Und deswegen sage ich einfach mal vielen, vielen Dank für dieses Jahr. Auf viele, viele weitere. Ciao. Ist blöd oder was? Wo ist die scheiß Konfetti-Kanone hin?